Wenn es um das Thema Aluminiumschweißen geht, dann ist immer die erste Frage, welches Schweißverfahren nehme ich da? Da gibt es das MIG-Schweißen und es gibt die Option, das Ganze mit WIG zu schweißen. Das sind eigentlich so diese beiden gebräuchlichen Möglichkeiten. Und wenn wir uns für das WIG-Schweißen entscheiden, dann ist die nächste Frage, welche Wolfram-Elektrode nehme ich zum WIG-Schweißen? Die Standardantwort ist da wirklich immer, wir nehmen die grüne Wolfram-Elektrode, die 100%ige Wolfram-Elektrode, die ist am besten für das Schweißen von Aluminium. Der Meinung war ich noch nie. Ich benutze immer meine schönen pinken Wolfram-Elektroden zum Schweißen von Aluminium. Das hat folgenden Vorteil. Erstmal bin ich der Meinung, das Ganze hat eine höhere Standzeit. Zweitens bin ich der Meinung, die Kalotte bildet sich viel feiner aus und damit haben wir einen viel konzentrierteren Lichtbogen und damit auch eine viel konzentriertere Wärmeeinbringung. Wie gesagt, mein Erfahrungswert. Viele sagen und viele schwören auf die grüne. Ich verwende pink. Und jetzt kommt noch ein neuer Player ins Game. Also zumindest in meiner Erfahrung, in meiner Welt. Ich kann nicht sagen, wie lange das Ganze schon so auf dem Markt ist, aber ich denke mal, Pink und Grün sind deutlich länger auf dem Markt. Jetzt kommen die weißen Wolfram-Elektroden. Die gibt es jetzt aktuell auch bei Weldinger. Und mir haben viele Leute gesagt, weiß funktioniert für Aluminium so unwahrscheinlich gut. Das musst du ausprobieren. Und ich habe heute hier eine schöne kleine Reparatur liegen und ich habe ein paar Übungsbleche liegen und da habe ich gedacht von wegen, heute ist der richtige Tag, um die weiße Wolfram-Elektrode in 2,4 mm mal auszuprobieren. 99,2% Wolfram, 0,8% Zirconium und das werden wir ausprobieren und ich werde euch dann einfach so ein bisschen meine Erfahrungen weitergeben. Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man immer wieder sagen muss. Es gibt Leute, die haben wirklich extrem viel Ahnung, die sagen, grün ist richtig. Es gibt Leute, die haben extrem viel Ahnung, sagen, pink ist richtig. Und es gibt Leute, die haben extrem viel Ahnung, die sagen, die weiße Wolfram-Elektrode ist richtig. Ja, also es gibt da nicht die eine Meinung, es gibt Erfahrungswerte und die Erfahrungswerte, die ich da an dem Punkt sammle, die gebe ich gerne an euch weiter. Heißt aber immer nicht, dass es der Weisheit letzte Schluss ist. Das ist ganz wichtig. Jetzt gucken wir uns hier erstmal meine kleine Reparatur an. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Sache. Das Ganze ist hier wirklich richtig abgerissen oder abgeschert, könnte man auch sagen. Interessant bei der Sache ist natürlich, man sieht, die Schweißnaht ist hier komplett stehen geblieben. Die ist hier wirklich komplett abgeschert. An der anderen Seite auch. Ja. Und normal, wenn es ein vernünftiger Einbrand wäre, würde ich immer mal behaupten, dass hier wirklich was ausbrechen muss, der Schweißnaht. Ja? Dass sie so gerade abschert. Da sieht man immer, gibt es zwei Fehlerursachen. Entweder es war überhaupt nicht genug Einbrand vorhanden, ja, das Material. Also das Vierkantrohr wurde überhaupt nicht genug aufgeschmolzen, ist eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich, welcher Schweißzusatz wurde da gewählt. Vielleicht ist das ein ALSI-Zusatz, der da gewählt wurde. Das heißt von wegen, der Zusatz hat dann überhaupt nicht die Festigkeit. Das ist wahrscheinlich so diese Fehlerursache, die ich da vermute. Ja? Und wenn man sich das Ganze hier mal anguckt, ich habe hier diese Endkappe, habe ich hier mal abgenommen. Man kann es aber hier schon richtig schön sehen. Man hat hier wie so einen Kanal, das hat man hier auch ungefähr, man hat überhaupt nicht richtig die Kehle aufgeschmolzen. Also das ist dann da auch so eine Fehlerursache. Man hat die Kehle nicht richtig aufgeschmolzen, eventuell hat man die Naht viel zu kalt geschweißt, hat da überhaupt keine vernünftige Anbindung, keinen vernünftigen Einbrand. Ja? Und eventuell würde ich nochmal vermuten, eventuell auch ein falscher Zusatz. Das heißt, ich werde die beiden Nähte hier komplett beschleifen, ja, das ist eine ganz kurze, schnelle Sache. Und dann schweißen wir die beiden Nähte komplett neu. Wenn man es hier so sieht, da sieht es ein bisschen besser aus. Hier hat man gut irgendwie auch so einen kleinen Einschluss, so einen kleinen Kanal. Aber ansonsten sieht es hier ein bisschen besser aus. Hier an der Seite auch. Ist jetzt schwierig, hier alles wieder dran rumzuschweißen oder so. Möchte ich in dem Fall dann auch nicht. Und was man aber hier schön machen kann, dass es hier nicht gleich wieder reißt, man kann hier nochmal ein Stückchen nachschweißen, das Ganze. Man müsste es normal eintrennen und nachschweißen. Könnte ich vielleicht auch nochmal machen. Und man kann hier vorne das Ganze auch nochmal verschweißen. Die Kante, ja, dann kriegt es auch mehr Festigkeit. Innen ist so ein bisschen schwierig, da wäre die Kehlnaht im Weg. Aber hier kann man es ein bisschen verschweißen. Geht dann hinterher einmal mit dem Fingerfräser lang. Und dann kann man die Kappe wieder drauf machen. Dann ist gut. Ich glaube, hier werde ich so ein bisschen eintrennen und einmal nachschweißen. Und hier das komplett. Und das werde ich, wie gesagt, mit der weißen... Ja,
Ich werde zwar mal erstmal werde ich auf den Testflächen ein paar Nähte ziehen und da werde ich erstmal meine Erfahrungen sammeln, ob grün, pink oder weiß, einfach mal so ein bisschen die Unterschiede darstellen. Und dann werde ich mir überlegen, wahrscheinlich werde ich das Ganze versuchen, mal wenn das gut klappt, mit der weißen Wolfram-Elektrode nachzuschweißen. Ich habe jetzt meinen Brenner schon mal mit der grünen Wolfram-Elektrode in 2,4 mm gerüstet. Und zwar, ich nehme ungern diese lange Kappe hinten. Ich nehme diese mittlere Kappe nochmal oder die kurze. Darum habe ich die Wolfram-Elektroden alle mit der Diamant-Trennscheibe getrennt. Und ich habe die Wolfram-Elektroden ein bisschen angeschliffen. Einen ganz stumpfen Winkel, komme ich gleich nochmal drauf zu. Wie gesagt, 2 mm Blech. Ich werde so ungefähr 90 Ampere nehmen für alles die gleichen Einstellungen. Und dann werde ich mit jeder Elektrode mal hier einfach eine Naht ziehen. Ich mag, wie gesagt, die kurzen Wolfram-Elektroden und ich mag es nicht, wenn die nicht angeschliffen sind. Es gibt Leute, die ich auch wirklich sehr schätze, die eine Menge Erfahrung mit Aluminium haben, die sagen, nein, ich schleife meine grüne Wolfram-Elektrode nicht an. Ich finde, die Kalotte bildet sich dann viel zu stark aus. Ich habe immer wirklich hier einen sehr stumpfen Winkel, nicht so einen schönen spitzen Winkel wie beim Wickschweißen von Edelstahl oder Stahl, sondern wirklich einen sehr stumpfen Winkel und damit komme ich am besten klar und das empfehle ich eigentlich auch immer jedem, der sagt von wegen, ich möchte Aluminium schweißen. So, ich werde die Elektroden hinterher immer wieder in die Verpackung reintun natürlich, das ist wichtig, wenn man verschiedene Farben benutzt. Standardmäßig sieht das bei mir so aus. Und da brauche ich nicht irgendwo nachgucken. Das sind 3 Zweier. Ich habe auch noch eine Kiste, die ist noch deutlich größer mit 2 Vierern. Muss ich mal wieder irgendwann alles anschleifen. Das ist so von wegen, das sind alles pinke Wolfram-Elektroden. Da brauche ich mir keinen Kopf machen. Das ist auch der große Vorteil, wenn ich nicht 10 verschiedene Wolfram-Elektroden benutze. Ich habe eine Farbe, mit der arbeite ich und mit der funktioniert alles. Und ich brauche mir keine Gedanken machen, welche Farbe ist das und wenn die ein bisschen gekürzt sind, dann lassen die Leute, die teilweise immer lang die Wolfram-Elektrode nutzen, immer nur diese sehr lange Version, weil sie sagen, ja, ich muss ja aber die Farbe hinten erhalten, ist nur einseitig angeschliffen. Bei mir sind Wolfram-Elektroden immer, jetzt habe ich hier mal die Farbe dran gelassen, um das ein bisschen besser zu sehen. Ansonsten sind die immer beidseitig bei mir angeschliffen. Und wenn ich die eine Seite versaut habe, wenn ich sie nicht zu stark versaut habe, wenn es nur so ein bisschen die Spitze ruiniert ist, dann wird die Wolfram-Elektrode gedreht und es wird weiter geschweißt. Ja, dass ich da jetzt immer nur eine Seite noch anschleife und dergleichen, ist mir viel zu viel Zirkus. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das macht auch jeder irgendwo anders, muss jeder mal gucken. Wie gesagt, das ist meine Vorgehensweise und jetzt will ich mal gucken, mit welcher Elektrode es bei mir am besten funktioniert, beziehungsweise wo ich sagen kann, ja, das ist super. War ja jetzt extrem neugierig, das Ganze auszuprobieren. Ich habe das in der Form auch noch nie gemacht. Man hat so seine Erfahrungswerte, sagt, ja, das funktioniert, aber dass man sich jetzt verschiedene Elektroden nebeneinander stellt und sagt, von wegen, jetzt versucht man das, versucht man dies, versucht man jenes, alles mit den gleichen Einstellungswerten, das macht man doch am Ende des Tages eher seltener. Eine Naht immer geschweißt mit der normalen Keramikdüse, eine geschweißt mit der Glasdüse, damit man ein bisschen bessere Sicht auf den Prozess hat, wenn man das Ganze verdunkelt föhnt. Bei allen Blechen das gleiche Phänomen, das wir vom Aluminium kennen. Aluminium, das Blech ist kalt, es ist Winter, in meiner Werkstatt ist es kühl. Das heißt von wegen,
Am Anfang ist der Schweißprozess mit den 80 Ampere natürlich ein bisschen stotterig. Das Bauteil, das Blech in dem Fall, muss erstmal ein bisschen Wärme bekommen. Wenn das dann Wärme bekommen hat, dann reichen diese 80 Ampere aus oder völlig aus, um damit richtig gut Aluminium zu schweißen. Einstellungen sind meine bewährten Einstellungen, die ich immer nehme, mit denen ich wirklich sehr gute Ergebnisse erziele. Zeige ich euch gleich nochmal die Einstellung. Damit habe ich losgelegt mit der grünen Wolfram-Elektrode. Man kann erstmal feststellen, die grüne Wolfram-Elektrode hat die größte Kalotte ausgebildet. Dementsprechend auch den breitesten Lichtbogen, der dann am Ende auch das etwas breiterere Schmelzbad erzeugte. Das ist so, was ich festgestellt habe. Kann man hier sehen. Ja, kann man hier sehen. Am Anfang ist der Prozess immer so ein bisschen stotterig. Das sieht man bei allen. Ja, bei der grünen nicht ganz so ausgeprägt. Das ist bei den, sind immer darunter, sind noch die anderen Ergebnisse. Da sieht es identisch aus. Am Anfang ist es wirklich immer so ein bisschen stotterig. Wenn das Material dann schön Wärme hat, dann kann man damit sehr, sehr gut schweißen. Also wie gesagt, ich merke das hier, dass die Kalotte sich ein bisschen breiter ausgebildet hat hier oben. Diese Rundung der Spitze. Also praktisch ist die ganze Wolfram-Elektrode oben abgerundet. Hier ist es immer nur so ein bisschen, dass die Spitze sich so ein bisschen abgerundet hat und dadurch ist der Lichtbogen so ein bisschen fokussierter, was ich als ein bisschen angenehmer empfinde. Das ist bei der weißen Wolfram-Elektrode, bei der pinken Wolfram-Elektrode und bei der weißen Wolfram-Elektrode aber wirklich sehr, sehr ähnlich. Vom Schweißverhalten, was man jetzt so merkt an diesen beiden kleinen Stücken, kommt einem da auch kein großer Unterschied vor. Ich merke selbst hier, wenn man sieht, dieses Weiß-Graue hier, ja, die Stelle, die angelaufen ist ringsrum, die ist bei der grünen etwas mehr ausgeprägt als bei weiß und bei pink. Bei weiß und pink ist das dann aber auch schon sehr identisch. Das ist jetzt kein groß angelegter Feldversuch. Das ist einfach mal eine halbe Stunde hinsetzen, ein paar Bleche schweißen und da so ein bisschen erste Erfahrungen, ja, auszutauschen und dann zu sagen, von wegen so gut, ich habe jetzt mal verschiedene Elektroden gegenübergestellt. Was wäre mein Fazit? Mein Fazit ist das gleiche, was es schon vorher war. Mein Favorit ist die pinke Wolfram-Elektrode, weil sie halt auch für Stahl und Edelstahl geeignet ist. Ich kann weiter mein kleines Kistenprinzip hier betreiben und kann dann einfach die pinken Wolfram-Elektroden da reintun und kann damit auch schön Aluminium schweißen, kann damit Stahl, Edelstahl schweißen, brauche mir über die Farbe keine Gedanken mehr machen und habe hier nicht 5 verschiedene Kisten. Und ja, wie gesagt, die weiße schweißt gut. Vielleicht gibt es Anwendungsfälle, wo man sagen kann, da ist die weiße der absolute Hammer, aber jetzt gegenüber von pink oder so, ich merke hier keinen großen Unterschied. Ich merke einen leichten Unterschied zu der grünen, aber die grüne schweißt auch sehr gut. Aluminium, das heißt, wenn ihr jetzt die grüne Wolfram-Elektrode zu Hause habt, um Gottes Willen, schweißt damit weiter euer Aluminium. Ja, aber wie gesagt, pink ist für mich so ein Favorit, weil man den halt auch für Stahl und Edelstahl sehr gut verwenden kann. Das ist die absolute Profi-Wolfram-Elektrode, mit der man wirklich universell alles machen kann, die eine gute Standzeit hat. Das hat dieser kleine Versuch, dieser kleine Test hier auch wieder für mich überzeugend dargestellt. Obwohl die weiße hier für Aluminium auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert, muss man ganz klar sagen. Ich habe immer hier, wie gesagt, 2 Nähte und die Ergebnisse sind auch wirklich sehr, sehr vergleichbar. Ich habe jetzt hier ganz einfach 80 Ampere gewählt, 60 Hertz die Frequenz, 40% die Balance und das waren eigentlich die Einstellungen. Also nichts Besonderes und damit lässt sich das Ganze wirklich sehr, sehr gut schweißen. Ich bin jemand, der dann mit der Frequenz ein bisschen rumspielt und auch mit der Balance ein bisschen rumspielt, wenn es Probleme gibt. Aber so für normale, saubere, neue Bleche bin ich wirklich immer jemand, der da 60 bis 80 Hertz in der Frequenz nimmt und dann meistens gehe ich 40% in die Balance und damit kann man gut arbeiten. Das ist aber teilweise, musste ich auch feststellen, so ein bisschen gerätespezifisch. Das heißt, das ist nicht bei jedem Gerät gleich und verschiedene Werkstoffe reagieren anders auf verschiedene Frequenzen. Ah.
Eine kleine Reparaturaufgabe hat hier auch schnell und gut geklappt, ja. Da habe ich jetzt allerdings so ein bisschen die Holzhammermethode rausgeholt. Hier habe ich es eingetrennt, nachgeschweißt und hier hatte ich, wie gesagt, die Naht komplett weggenommen, habe es dann verschweißt. Da habe ich aber jetzt gleich, habe ich auch die weiße Wolfram-Elektrode genommen, habe ich gleich 180 Ampere genommen und dann im Schnellverfahren wirklich mal einen rumgebrummt. A, wollte ich fertig werden, B, das stand die ganze Zeit draußen, das ist auch richtig kalt gewesen. Und kaltes Aluminium lässt sich wirklich sehr, sehr schlecht schweißen. Da kann man entweder richtig viel Leistung nehmen, ja, dann lässt es sich sehr gut schweißen. Oder man geht hin und wärmt das Ganze vor. Zum Beispiel mit einem Föhn oder mit einem Brenner oder dergleichen. Kann man alles machen. Ich habe es jetzt ein bisschen eilig gehabt. Darum mal richtig viel Ampere nehmen. Und das ist auch oft, wenn sich Aluminium nicht schweißen lässt, beziehungsweise nicht aufschmilzt. Meine Werkstattecke darf ich ja nicht zeigen mit den ganzen Materialresten. Doch, darf man auch zeigen. Ne? Stehen meine Materialreste. Wenn sich Aluminium nicht aufschmelzen lässt, ist es auch oft einfach die Temperatur. Das muss man immer ganz klar sagen. Viele sind dann immer bei den Einstellungen, bei dem Gerät und dergleichen und versuchen da irgendwo den heiligen Gral zu finden. Oft ist es wirklich die Temperatur. Das Ganze ist jetzt schön, ne, hat schon wieder gut abgekühlt. Ne? Also relativ groß, da zieht die Wärme auch weg. Das Ganze ist jetzt ganz gut schon wieder abgekühlt. Kann ich gleich die Proppen vormachen, dann kann das auch wieder weg. Wie gesagt, Wolfram-Elektroden in Pink und in Weiß bin ich ein ganz großer Fan von. Also in Pink war ich der Fan schon von und in Weiß bin ich jetzt auch ein großer Fan von. Funktioniert wirklich gut. War ein guter Tipp, den ich da bekommen habe. Habe ich zum Beispiel unter anderem vom Erik vom Alulöffel bekommen. Der hat auch richtig Ahnung vom Aluminiumschweißen. Da wird die nächsten Monate auch nochmal was sehr Interessantes kommen. Und ansonsten, wie gesagt, Wolfram-Elektroden verlinke ich hier unter. Das Ganze habe ich mit meinem WE204P geschweißt. Einstellungen habe ich euch gezeigt. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Ich werde da noch mehr Erfahrungen mit sammeln mit den Elektroden. Und dann ja, werde ich mich dazu sicherlich nochmal äußern. Eine sehr interessante Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich immer tierisch über ein Abo und einen Daumen hoch natürlich. Ansonsten verlinke ich unter dem Video immer in der Beschreibung noch ein paar schöne Sachen. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.